In der sekundären Pflanzenzellwand befinden sich Makrofibrillen. Diese Makrofibrillen sind jeweils aus mehreren Komponenten aufgebaut. Das Lignin ist für die Verholzung verantwortlich und verleiht der Pflanze die Stabilität. Das Lignin und Hemicellulose umgeben die Zellulose-Mikrofibrillen. Die Hemicellulose ist aus verschiedenen Zuckern aufgebaut, während die Zellulose aus langen Glukoseketten besteht. Die kompakte Struktur der Zellulose-Mikrofibrillen weist auch lockere, sogenannte amorphe Bereiche auf. Hier können Enzyme ansetzen. Endoglucanasen hydrolysieren innerhalb der langen Zelluloseketten, sodass Zello-Oligosaccharide entstehen. Diese werden weiter zu definierten Sacchariden gespalten. Ketten aus 4 oder 3 Glukoseeinheiten werden Zellotetraose oder Zellotriose genannt. Viele Endoglucanasen können nur längere Ketten angreifen. Für die kürzeren Glukoseketten ist oft ein weiteres Enzym zuständig, die Exogluconase oder auch Zellobiohydrolase genannt. Dieses Enzym spaltet überwiegend Zellobiose ab. Das ist ein Disaccharid bestehend aus 2 Glukoseeinheiten. Für die Spaltung von Zellobiose ist ein anderes Enzym zuständig, die Beta-Glucosidase. Somit arbeiten die Endoglucanase, die Exogluconase und die Beta-Glucosidase zusammen, um die Zellulose bis zur Glucose abzubauen. Nachdem die Beta-Glucosidase alle Zellobiose-Moleküle gespalten hat, stehen die Glucose-Monosaccharide für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung.